Hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ah, eine Sekunde. So, jetzt geht's los. Ankunft neuer Schrottautos. Wobei, zwei sind China-Autos. Der wird repariert. Aber dazu nochmal mehr, weil da wird auch noch ein Spezialvideo geben von dem. Weil das ist nämlich was richtig Besonderes, was richtig Schickes. Und der ist einfach viel zu schade, um den zu zerlegen. Ich habe auch die Erlaubnis, das Ding zu reparieren und so weiter zu verkaufen. Und ja, ist auch ein neuer Modellautohersteller. Aber dazu später mehr. Ja, ein Citroën Mehari 4x4 von Norev. Der hat sich vom Unterboden gelöst. Also die Bodenplatte ist wahrscheinlich beschädigt. Ja, der wird leider zerlegt. So, das ist ein Opel Commodore von Touring Modell Cars. Das ist ein neuer Hersteller. Richtig geil. Also ich habe mir den vorhin noch mal so grob ein bisschen angeguckt. Geiles Teil. Aber von ihm wird es noch ein Spezialvideo geben. Da werde ich den präsentieren, reparieren. Und dann könnt ihr den im Nachhinein im Shop kaufen. Ich habe nur einen einzigen. Also der zuerst kommt, der mal zuerst. Ne? Geiles Teil. Aus Metall. Also hier steht es ja. Oh Gott. Motorhaube, Türen kann man öffnen. Dann haben wir einen Mercedes 230 SL von Norev. Der ist auch defekt. Der ist ein Retour-Modell. Was genau defekt ist, weiß ich nicht. Das weiß der Händler, glaube ich, auch nicht so ganz. Der wurde einfach zurückgeschickt, weil irgendwas kaputt ist. Ich soll ihn zerlegen. Der darf nicht mehr in Umlauf kommen. Auch hier ein Golf 2 mit beschädigter Verpackung in Weiß. Der wird auch zerlegt. Und der ist auch beschädigt. Hier ist der auch der Karton. Ne, oder? Irgendwas hat der. Der soll auch zerlegt werden. Dann haben wir hier noch ein Golf 5 Center Konzept von Norev. Der wird auch zerlegt. Das war ein eBay-Kauf. So. Dann haben wir ein Passat von Otto Models. Ein Spiegel abgebrochen. Der andere hängt noch dran. Und höchstwahrscheinlich. Oh. Lösen sich bestimmt auch noch die Scheiben ab, so wie immer. Und ja. So, dann haben wir jetzt ein China-Modell, so Mikro-Car. Und den Audi RS6 Avant als in Weiß mit Skiern obendrauf. Und zu guter Letzt eine G-Klasse von Kultskala. Auch der wird zerlegt, der ist beschädigt. Und bin auch mal gespannt. Puh, viel gequatscht wieder, ne? Ja, die Lage hier oben ist aussichtslos. Hab zwar viel weggeschlachtet, aber es ist immer noch viel da. Die Woche war ein bisschen stressig, hatte viele Termine. Und jetzt dieses Wochenende geht es wieder rund. So, danke fürs Zugucken. Freut euch auf viele weitere Videos. Jetzt kommt wieder Schlag auf Schlag. Und bis zum nächsten Mal.